Sagen Sie mal, Herr Dr. Dietz, mein Hausarzt sagt, dass meine Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Dass die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, ist ganz häufig ein sogenannter Überweisungsgrund zum Nierenspezialisten. Die Frage ist ja, wie stark ist die Einschränkung der Nierenleistung? Wir unterscheiden 5 verschiedene Stadien. Stadium 1 ist eine leichte Einschränkung. Und beim Stadium 5 haben wir im Prinzip ein sogenanntes dialysepflichtiges oder transplantationspflichtiges Nierenversagen. Und dann ist natürlich wichtig zu wissen, was kann man tun? Man muss ja nicht da sitzen und sagen, ich habe jetzt ein komplettes Nierenversagen und das war's. Sondern es geht dann darum zu klären, kann man eine Transplantation durchführen oder muss man erstmal vorübergehend auf das Verfahren der Dialyse zurückgreifen und wenn ja, welches? Und wo stehe ich jetzt? Sie stehen im Moment in einem fortgeschrittenen Stadium 4. Das heißt, Sie sind kurz vor einem kompletten sogenannten Nierenversagen. Aber auch hier können wir noch versuchen, ein Voranschreiten zu verzögern. Häufig gelingt das noch über ein halbes oder ein ganzes Jahr. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr wichtig, sich mit diesem Umstand zu konfrontieren und auch das, was vorhanden ist, anzunehmen und daran zu arbeiten. Es macht keinen Sinn, an der Stelle den Kopf in den Sand zu stecken. Aha. Ja, und wie geht's nun weiter? Wir werden jetzt gucken, ob wir an Ihrem nicht dominanten Arm, das heißt, wenn Sie Rechtshänder sind, am linken Unterarm, ob wir dort eine Schandanlage durchführen können oder wenn Sie dafür geeignet sind, ob man nicht vielleicht sogar auch eine sogenannte Bauchfelldialysebehandlung macht. Parallel sollten wir schauen, ob es jemanden gibt, der Ihnen eine Niere spenden könnte. Und Sie wissen selbst, Herr König, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es ist alles eine Frage der persönlichen Einstellung.